Recht herzlich willkommen zur 75. Folge von Grand Age Medieval. Ja, lassen wir weiterlaufen. Wir haben diese Aufgabe hier oben nochmal reingucken gerade. Kaufe in Konsumier auf einen Schlag sämtliche Waren auf. Das wird nicht einfach sein, da brauchen wir richtig viel Kohle. Allerdings, da wir unsere Truppen alle weggeschickt haben, geht da jetzt auch gerade was. Wir sollten vielleicht sogar überlegen, diese drei Truppen, die wir noch haben, auch wegzuschicken, ne? Ich kann jetzt hier, nicht reinklicken, weil kein Händler oder sowas da ist. Also in Konstantinopel werden bestimmt genügend Waren sein. Da will ich gar nicht wissen, wie teuer das ist. Also ich bin auch schon wirklich am Überlegen. Wir haben die Truppen jetzt hier oben hingeschickt. Der Speer ist ja schon da. Ob wir die nicht, ne, auflösen. Weil, ne, eigentlich, wir können ja hier gegen die Bären kämpfen lassen und gucken, was dann passiert, ne? Das war ein fremder Händler. Irgendwo waren doch hier die Bären. Ah, guck mal, hier gibt es auch schon den Haufen. Und da ist auch noch ein Haufen. Das waren 315.000. Das war schon mal ein bisschen mehr. Das war nicht schlecht. Momentan laufen die Bären hier natürlich auch nicht draußen rum, wie man sieht. So gut wie da. Hier läuft auch keiner lang und hier ist auch kein Haufen mehr, ne? So gut wie da. Ja, wir können die jetzt hier direkt in die Ruinen schicken. Und da sind ja Bären, ne? Oh, sogar reichlich. Okay, wir haben leichte Verluste mehr wie die Bären. Die Bären sind stärker, definitiv. Okay, das ist also gar nicht mal so schlimm jetzt. Dann sind wir gleich unsere Dingens los. Sag schon, unsere Leute los. Und die Bären sind aber auch dezimiert. Ja, würde ich mal so sagen, ne? Ist die Frage, wer da jetzt durchhält. Das dauert ein bisschen länger. Können ja mal auf aggressiv umschalten. Gucken. Ach, jetzt ist mir mal ein Tropfen mehr da. Interessant. Ne, jetzt geht's runter. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum die Zahlen so hoch waren. So, das waren die Bären. Viele Grüße davon. Und jetzt müssen wir in Konstantinopel halt gucken, dass wir da Zugang finden. Ist aber kein Händler da von uns zurzeit und deswegen können wir da auch nichts sehen. Warum können wir hier reingucken? Achso, weil das unsere Stadt ist. Jetzt müssten wir irgendwo den Händler haben. Läuft keiner nach Konstantinopel und kauft da was? Das irritiert mich jetzt ein klein bisschen. Hätte ich jetzt gedacht, dass da ein Händler auch rüberläuft, oder? Also der Bautrupp ist ja da, den können wir erstmal da hinschicken, dann kommen wir, glaube ich, auch an die Stadt dran. Ah, jetzt haben wir es. So, wenn wir jetzt Handel gucken. Oh. 2645 von dem. Wenn wir das alles aufkaufen wollen, ne? Dann mal pro Mahlzeit. Irgendwie. Ah, weniger als zwei Vorratsbalken haben, okay. Dann geht's noch, sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt, ne, das schaffst du gar nicht. Also das sind 30. +7. Müssten wir eigentlich sogar schaffen. Dann brauchen wir jetzt nur einen Händler, der gerade besonders viele Karawanen hat, und das war Dralos, der hatte doch da so viele, ne? Oder wie hieß er? Dralos? Ne, Dralos war das nicht. Dralos war wer anders, ne? Milos. Dusan. Wie viel hatten der jetzt da? Den müssen wir jetzt mal gerade beobachten, ob der hier gleich was los wird. Wo ist er? Ich glaube, er ist in der Stadt, oder? Milos Dusan. 1600. 1000 könnte er noch laden. Wo befindet er sich jetzt gerade, Mann? Oder wenn ich ihn ausgewählt habe, geht nichts mehr?
Komm, dann zack, fahren wir da ein. Kriegen wir hin. Denke ich. Sollten wir hinkriegen, ne? Das ist die Sache. Komm mal los. Wo bist du denn? Ziemlich langsam, der Herr. Ist er das? Ich glaube, das ist er. Ja, sieht so aus. So, jetzt müssen wir alles aufkaufen, wo weniger als 2 ist. Das bedeutet, hier aufkaufen, hier kaufen, hier kaufen. Das ist 2, das brauchen wir also nicht kaufen. Das kaufen. Das wären 2, brauchen wir nicht kaufen. Da ist es alle. So, das sind 2. Rein theoretisch ist es das. Gucken wir. Ach, das ist gar nicht das, was wir machen müssen. Ja, aber das kannst du doch nicht machen, oder? Kauf das mal alles auf. Okay, das sind jetzt tatsächlich nicht ganz so viele Sachen, ne? Aber hier, das da, das kriegst du doch gar nicht gestemmt, oder? Da kriegen wir jetzt noch so viel dabei. Ja, zack, nach Bursa, ist ja nebenan. Ne, verkaufen wir da, machen wir da hin, dann haben die da genug zu tun. Die sind ja noch ganz frisch, die sind ja schon etwas größer. Freuen die sich, ne? So. Ob die jetzt haben wollen oder nicht, spielt dabei keine Rolle, wir brauchen jetzt nur Platz. Dann wächst die Stadt ja vielleicht auch schneller, ne? Oh, hier ist auch noch was. Und dann wieder dahin. Gucken, ob wir das hinkriegen. Was ist denn das da? Okay, wir haben ein Schiff genommen. Auch interessant. Guckt euch das an. Das kann doch nicht sein, oder? Wie soll ich das machen? Hä? Das kriege ich doch alles gar nicht immer wieder aufgekauft hier. Das wollen die dann auch alle haben, ne? Da kann ich eine Ausgangssperre machen oder sowas. Das geht nicht. Ich habe jetzt 1600. Da brauche ich noch 2, 3, 4000. Da sind 5000 Kapazität an Anhängern hier. Wie soll das gehen? Wo kann ich Wagen bauen lassen? War das in der Gastwirtschaft? Ne, Karren da. Fünf Wagen habe ich da jetzt bestellt. Kann ich die hier unten auch bestellen? Im Bursa zum Beispiel? Ah, da ist ja auch ein Gasthaus, da muss es da auch gehen, ne? Aber die haben kein Holz und können sie deswegen nicht bauen. 5 Wagen. Machen wir erstmal. Und dann Handel. Kommen wir das Holz auf. Geht nicht mehr. Geht ja auch nicht mehr, ne? Also ab nach Bursa. Haben wir was aufgeladen. Erstmal loswerden. Aber das, was wir brauchen, haben die auch gar nicht, ne? Da ist noch was und das Bier auch weg. Jetzt ist er wieder leer, der Kollege. Und was machen jetzt die Karren denn? Da fehlen die Rohstoffe, gut. Dann würde ich sagen, nochmal zurück und als erstes das Holz eingepackt. Wie sieht es hier oben in Sofia aus? Die können Karren bauen, ne? Da war's. Ah, die laufen. Da ist der erste gleich fertig wahrscheinlich. Handel kaufen.
Aber wir kriegen es trotzdem alles nicht mit, ne? Na, es ist aber einiges, was schon auf dem Wagen geht. Okay, wenn wir uns beeilen, haben wir es vielleicht geschafft sogar, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Aber da kommt bestimmt nur der Händler jetzt hier und der macht seinen Reibach. Gut. So. Alles raus, ja. Schon unterwegs. Sofort darüber. So, wie man sieht, ist wieder was da. Und das kriege ich nicht mit. Ah, ja, da ist er schon wieder voll. Gut. Kriege ich auch nicht bei einmal mit. Schlecht. Runter da. Zurzeit sehe ich allerdings keinen Händler außer meinen eigenen, der auch noch dahin zieht. Sehr wohl. Und der da, der macht mir jetzt das Geschäft kaputt. Milos. Milos verkauft jetzt. Alles weg, ja. Exquisit. Wieder hoch. Muss ich gucken, dass mein eigener Händler da nicht hinfährt. Okay, da sind wir schon voll. Ja. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Jetzt war jetzt nur. Oh, da kommen jetzt ganz viele gerade rein. Aber der ist voll. Geht gar nicht. Schade. Sehr wohl. Dann hätte ich da erst entladen müssen. Die wollen das gar nicht mehr hier, wa? Die Lager sind hier voll. Egal, dann mal schnell hoch. Ich glaube, wir kriegen es jetzt vielleicht drauf. Ach, der ist doch leer. Das war, habe ich jetzt irgendwas falsch gesehen. Naja, ist okay. So, jetzt haben wir es leer gekauft. So. Barnas Zielstrebigkeit hat sich bezahlt gemacht. Endlich stimmt der Patriarch zu, Eudokia von ihrem Eid zu entbinden. Unter seiner Leitung geht die Zeremonie feierlich vonstatten. Und schon währenddessen lodert der Eifer dunkel auf Barnas Zügen. Kaum ist die Kaiserin auf ihren Thron gesunken, folgt sein stürmischer Heiratsantrag. Eudokia gibt sich geschmeichelt, doch sie lehnt ab und bittet um Bedenkzeit. Wutentbrannt stürmt der Graf von Odessa aus dem Thronsaal und die Folgen seiner Enttäuschung werden bald bekannt. Barnas erklärt Konstantinopel den Krieg. Wir waren erfolgreich, Geliebter. Alles spricht von Barnas Kriegserklärung. Der Senat fürchtet ihn und auch der Patriarch, so sagt man, hat sich von ihm abgewandt. Die Senatoren sind unsicher, sie suchen einen starken Verbündeten. Zeige ihnen, dass du Barnas im Griff hast und sie werden deine letzten Taten schnell vergessen. Sobald sie erkennen, dass du ihre einzige Chance bist, werden sie um deine Freundschaft betteln. Ja, da ist unsere nächste Aufgabe. Übernimm eine von Barnas Städten auf friedlichem Wege. Und das sind schon wieder diese 95% Beliebtheit und Sympathie bei 80%. Das wird nicht einfach sein. Naja, aber bemühen wir uns. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.